oder so. So ist es in uns Wille und deswegen sage ich auch hiermit wieder Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen. Zu einer neuen Folge. Ja, Wulfias, der, ob wie auch immer, ich habe das mit den Magiekreisen noch nicht so gecheckt, weil mich mit Magie in anderen Gothic-Spielen, Modifikationen überhaupt nicht gar nicht so beschäftigt habe und ich das wohl irgendwie so hinten in den Hinterkopf geknallt habe. Aber in der letzten Folge habe ich euch ja gefragt, ob ihr da, warum steht jetzt hier ein Schiff? wie ich da weiterkommen könnte. Bock auch hier kein Goldschmiede-Option der höchsten Stufe. Pfeile herstellen, Bolzen herstellen. Moment mal, Pfeile herstellen. Vielleicht kann ich ja irgendwie über das Schmieden und sonst. Nö, das war es auch nicht. Das hat er wahrscheinlich alles schon. Das haben wir schon durch. Kann ja jetzt Springpfeile herstellen. Dann gehen wir doch mal gucken, ob wir die herstellen können. Aber da komme ich ja unten nicht rein. Da müsste ich wieder mitten auf See einen Zwischenhalt machen. Nee, das machen wir anders an einer anderen Werkbank. Ja, dann werde ich mal wieder hoch. Und sagen, Beowulf. Ach, stehen alle schön lecker hier zusammen. Ich habe bald wie lange nicht mehr gesehen. Ich segle jetzt wieder zurück nach Varant. Gut, Innos möge dich beschützen. Dusch. Mach mal. So, etwas später. Ernst ist auch cool, ne? Okay, machen wir eine kleine Zwischenspeicherung. Ja, und dann zurück zu Uga. Nein. Jetzt bist du dran. Ja, oh, die haben leuchtende Pfeile. Wie kann ich immer nur so vergesslich sein? Wie habe ich in der letzten Folge gesagt? Dummheit muss bekleidet werden, ne? Ach ja. Und zwar mit einer Assassinenrüstung. Ja. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich kann jetzt nur... Stopp mal. Ich kann jetzt eigentlich wieder nur da runtergehen in die Katakomben und das trotzdem versuchen wir doch als Bande. Aber hier ist ja das Haus nicht, ne? Das ist ja auf der anderen Seite, oder? Ja, also ich gehe von der anderen... vom Gebäude aus runter und versuche da mal mein Glück, also von dem einen Gebäude hier Numero 11 oder wo das war. Also bei mir auf dem Plan. Okay, bis dahin. Aber zuerst statten wir Torres einen Besuch ab und fragen nicht nach dem Ruf, weil ich habe immer gesehen, es wäre schwierig, seinen Schlüssel zu stehlen. Ich bin gespannt, was da für ein Schlüssel bei sich versteckt. Wow, Schlüssel zu den Katakomben 3 erhalten. Na, das ist ja cool. Das heißt also, ich habe noch einen Schlüssel zu den Katakomben, wo ich ja eh hingehen wollte. Ja, dann machen wir das mal eben. Nee, dann gehen wir mal in die Richtung. Auch Abbas verbirgt einen Schlüssel. Schlüssel zu des Tuchhändlers Abbas erhalten. Okay. Das heißt also wahrscheinlich entweder einer seiner Truhen oder... Wasserpfeife. Nein, die ist nicht verschlossen. Wo hast du denn hier kein Bettchen? Nö. So, dann geht's nochmal weiter zum... Ja, hier zum... ups. Ein kleiner Übergang. Schauen wir mal. Zum... Er sollte doch der Aramis sein. Nee, okay. Gehen wir mal eine Runde schlafen. Wo ist er das? Da ist er. Warte mal. Warte mal, Aramis. Okay, ich habe das Gold der Händler von Uga. Moment. Dann wollen wir doch mal gucken. Warte mal. Das ist ja auch wieder ganz lange zurück. Ich habe das Gold, der Händler von Uga. Wirklich? Du bist ein Teufelskerl. Warte mal. Okay. Und guck, das bezieht sich wohl hier von Gold. Nein.
Wo haben wir es denn? Erfüllte Mission. Hier, das bezieht sich bestimmt auf reiche Beute. Okay, das ist nur so Zwischeninfo. Ja, trotzdem möchte ich in die Kattelkombeln rein. Da müssen wir mal gucken, wo das nochmal war. Das war auch irgendwie so ein Seitenhaus. Ich melde mich wieder. So, das mit den Katakomben war bei Amatz. Da bist du ja. Jo, handeln, was hat er denn noch Wichtiges? Zeig mir deine Ware. Jo, nö, brauchen wir nicht. Oder? Haben wir hier noch was Wichtiges? Ich glaube, nein. So, runter in die Katakomben. Um noch einen Schlüssel. Also noch irgendwie noch ein Geist war es nicht, eine Gruft zu besuchen. Bloß wo ist die Gruft? Oh, die Gruft ist für mich noch Luft. Schauen wir mal. Gehen wir erstmal wieder. Ach, Mann. Ja, erstmal runter. Und mal gucken, ob wir dann. Ach ja. Die große Gruft, wo wir da noch nicht waren und eine Tür aufschließen mussten. Da muss ich mich auch noch ein bisschen konzentrieren und ein bisschen überlegen. Okay, ein bisschen kontempliert. Ich bin ja noch in den Katakomben, beziehungsweise schon wieder da drin. Und ich war ja der Meinung, dass da auch eine große Bande ist. Wobei ich nicht wusste, ob da sich da Verdoja mit oder Verdoja befindet. Und zwar ganz hinten rechts am Ende, da wo es ganz dunkelbraun ist, wo der Kreis ist. Ja, dann gehen wir noch mal hin. Und ich bin mir nicht sicher. Ich habe jedenfalls eine ganze große. Stopp. Gucke ich in die Kamera und dann laufe ich hier an alten Münzen vorbei. Auch nicht gut. Mal gucken, ob ich hier. Ja, ich kann rennen mit dem Schwert. Das ist gut. So, und irgendwo. Hier geht's runter. Runter. Meine Erdtöne hier immer so nach dem Motto: irgendein Tier. In Gothic macht doch, dass ein Lurker war. Ich weiß es nicht. Oh, irgendwie so. Oh, jetzt kann ich es nicht. So, wen haben wir denn hier alles? Da war nämlich was. Und zwar. Aber das sind ja keine, oder? Das sind keine Assassine. Das sind. Meuchelmörder. Stinkmeuchelmördern. So, bringt das was, wenn nicht? Nee, da wird das abprallen. Oh nee, doch nicht. Na, es geht da hin. Und da hat er schon mal. Mal gucken. Okay, er geht schon mal hoch. Und da kommt noch der nächste. Mal gucken, ob er sich da eine Anhöhe holt und von da oben aus. Ja, der da unten, der wird nicht aktiv. Da machen wir das doch auch mal so. Er versucht da auch zu klettern. Und jetzt? Ja, nix da. Weiter gucken. Ich speichere mal ab. Naja, okay, die geben dann hier mir auch noch ein bisschen Experiences. Oh, ich brauche nicht mehr viele. Ey, cool, 770 brauche ich nur noch, ne? Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. 770. Mal gucken hier. Wo hat sich denn da. Stopp! Da unten sind noch ganz viele, ha? Nicht wahr? Hallo? Ja, der hat mich. Oh, der hat mich mit dem Bogen getroffen. Ganz feste. Oh, nee. Okay. Oma eben die mittlere Wundheilung angewandt. So. Da unten ist ein Morschelmörder. Da ist auch einer. Siehst du, der trifft mich sogar. Mist. Gucken. Habe ich hier Deckung? Habe ich Deckung vor dem einen, aber ich bin. Ah, die Kamera ist blöd. Ich habe keine Übersicht hier. So, da oben. Der kann mich nicht sehen. Und da unten hängen sie. Das heißt, da hinten sind welche. Mal gucken, vielleicht ändert sich die Kameraeinstellung mit dem Bogen. Auch nicht unbedingt. Ich glaube, ich werde getroffen, ja. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ich lade noch mal ein. Da ist einer. Ah, da hinten ist wieder auch einer. Mit dem Bogen. Ja, nee. Ich muss nochmal neu einladen. Ich muss mir ein anderes Tic-Tac ausdenken. So, wieder neu eingeladen. Und jetzt hat er wieder hier einen völlig anderen
völlig einen anderen Standpunkt eingenommen. So, das sieht gut aus. Okay, den haben wir durch. Cool, speichern. So, jetzt kommen die nächsten. Kommen die denn hoch? Also da kann nichts passieren. Stopp, da ist einer, der hochkommt. Gut, ich bin gut gerüstet. Okay. Ja, das ist, könnte klappen. Das ist schon wieder der gleiche, den wir eben hatten. So. Der ist jetzt auch hin. Wunderbar. Jo, nichts Besonderes. Dann werden wir mal speichern und was trinken. So, jetzt bin ich wieder hier an der Ecke. Und jetzt werde ich mal die Eiswelle nehmen, weil wenn die nämlich noch da zu dritt da rumstehen. Tatsache. Hallo? Okay, da kommen sie. Die werden jetzt... Genau, richtig. Okay. Das war jetzt erstmal sehr knapp. Morchel, Mörder und The Rocks. Und eine Stufe gestiegen. Das waren, glaube ich, drei Morchelmördern. Oder? Oh, da hat sich noch einer... Oh, und warum habe ich den... Oh, manchmal macht das nicht. Gut, okay, was ist denn jetzt los hier? Oh, Mist. Verdammt. Da wird natürlich... Schade. In der Hoffnung, dass die hier noch stehen, um die Ecke. Die werden wahrscheinlich mit gezückter Armbrust hier sein. Habe ich jetzt schon mal die Eiswelle gezogen? Das sind drei. Drei sichtbar. Okay. Nee. Die können sich jetzt nicht entscheiden. Okay, dann gehe ich mal ein bisschen weiter hin. Ja, jetzt. Hoffentlich. Ja. Okay, da sind aber nur zwei eingefrorene. Die sind, das habe ich nur zwei erwischt. Und eine Stufe gestiegen. Okay. Bleibt der andere sozusagen noch irgendwo hängen? Oh, fuck. Oha. Okay, kann da sein, dass noch einer um die Ecke kommt? Damit ich hier looten kann. Da ist nicht zu holen. Na toll. Aber es ist noch im Kampfmodus alles. Mann, oh Mann, oh Mann. Aufregend. So. Nicht zu holen. Nichts. Da ist er. Oh, ganz leichten Versatz. Oh, ganz. Du sollst nicht springen. Du sollst speichern. Das muss ich mal eben schnell machen. Und mitten in der Speicherung, Leute, kommt einer um die Ecke. Hammer, Hammer. Deswegen habe ich doch gerade eben ein bisschen frühzeitig die Pause-Taste losgelassen. Wow. So, das sind die Meuchelmörder. Wir haben natürlich auch noch eine Stufe gekriegt. Das finde ich gut. Dann wollen wir erstmal gucken, ob hier noch wer ist. Irgendwo da unten noch. Okay, Sicherheit nochmal speichern. Okay, dann werden wir mal ganz vorsichtig gucken. Okay. Ob hier noch wer ist. Nein, es ist hier keiner mehr sichtbar. Da unten liegt noch einer. Okay, dann werde ich mich mal regenerutzen. Geht das noch? Ja. Na, war leichte Wunden geheitelt. Achso, vielleicht sollte ich nochmal sicherheitshalber mal wieder diesen blöden Ring außen anziehen. Eben gesehen, dass das... So, sorry. Dass das so nicht funktioniert. Okay. So, leichter Bolzen. Stinkmorchelmörder. So. Man weiß ja nicht, ob sich hier irgendwie um die Ecke noch was verbirgt. Da hinten ist was. Okay, dann will ich mal scouten, ob da irgendwie was ist. Auf jeden Fall ist hier irgendwie Schutt aufgetürmt. Könnte ein Hinweis sein, dass ich da was graben müsste. Erstmal hier die Area safe machen. Oh, da steht ein Sessel. Okay, aber es ist nichts an Leuten zu sehen. Erstmal, okay. Dann gucken wir mal hier. Gehen wir erstmal rüber über hier diesen Schutthaufen hier. So, und dann
gucken wir mal, ob wir hier was graben können. Kann ja sein. Ich weiß es nicht, liebe Leute. Mal ein bisschen gucken. Nee, das sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal zu dem anderen Schutthaufen. Mal gucken, ob sich hier irgendwelche Items verstecken tun. Verstecken tun. Mhm. Okay. Und immer ein bisschen Mausklick machen. Man weiß es nicht. Man muss ja immer alles ausprobieren. Und weiß nicht, was diese Mod noch für Überraschungen bereithält. Ein Schrank. Nee, ein Bücherregal. Wow, ein Bücherregal. Und da ist auch schon mal ein Toten. Morchelmörder. Oh, einer ist noch da. Siehst du, einer ist noch da. Einen haben wir noch, einen haben wir noch, einen haben wir noch. Boah, sogar durch die Dings durch. Ich fass es nicht. Psst. Naja, was du kannst, kann ich auch, hoffe ich. Oh, der ist aber ziemlich streng. Okay, hat geklappt. Okidoki. Was war mal? Exzenz der Heilung. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Den noch looten. Da ist nicht zu holen. Nee, hatte ich ja eben, sorry. Kaminfeuer kann man leider nicht anmachen. Eine Truhe, die nur so da rumsteht, ohne Funktion. Hier ist eine Truhe, die kann man nachher knacken. Hier haben wir einen Alchemietisch. Kann man auch noch wunderbare Chemikalien oder irgendwelche. Nee, die habe ich. Und ein Bett. Ja, wisst ihr was? Dem Kampf ruhe ich mich erstmal aus. Okay, was mache ich denn? Dann machen wir nächsten Morgen. Okay. Nicht, dass sich hier noch neue Typen spawnen. Kann auch sein. Speichere ich mal. Gut, dann werden wir mal hier uns an die Truhe machen. Schauen wir mal. Ach, die ist gar nicht abgeschlossen. Okay. Ich habe hier schon alles bereitgelegt. Kuli, Zettel, Stift, Laptop. Nein. Okay, und was bist du für ein? Du siehst nicht aus. Was könnte ich denn eigentlich am Alchemietisch machen? Manchmal muss ich immer selber nochmal kontrollieren. Was kann ich machen? Geschärfte Klinge vergiften, Mana-Tränke brauen, Heiltränke brauen, spezielle Tränke brauen. Kann sein, dass ich Elixier des Lebens, Elixier, Trank der Stärke, Trank der Stärke. Vielleicht geht das ja. Zu wenig Rohstoffe, okay. Dann gucken wir mal, ob ich Trank des Geistes machen kann. Trank des Geschickes zum Beispiel. Auch zu wenig Rohstoffe. Okay, lassen wir das erstmal sein. Ich habe vorher nicht in meinem Inventar geguckt. Wein aus Warand. Sonst hätte ich ja mal das vermeiden können. Aber trotzdem, das ist auch mal so eine Kontrolle. Jetzt, Sattler, gucken wir uns nochmal um, indem wir hier hochgehen. Weil da geht es nämlich auch noch hoch. Und dann werde ich hier nochmal kurz abspeichern und mal auf die Karte gucken. So, Katakombenkarte positioniert. Jetzt befinden wir uns sozusagen hier aus dem Zentrum wieder eine Stufe höher. Es wird also heller in der Färbung. Und, sorry, ich muss mal eben was hier wegräumen. Zücken wir erstmal das Schwertchen, man weiß nicht. Oder ich war hier schon mal und habe hier... Ah, ach so, ja. Mhm. Also einige Folgen her war ich der Meinung, dass ich hier schon mal war. Ja, jetzt bin ich wieder oben. Okay, jetzt haben wir den Kreis gezogen. Jetzt habe ich aber noch ein paar Schlüssel, die ich ja vorher geklaut habe. Nur weiß ich nicht, wo ich jetzt noch hin muss. Gucken wir nochmal. Ja, okay, jetzt sind wir da rausgekommen. Wir gehen mal ganz nah in den Süden hinein. Da, wo ich meine, dass da so viele Peoples waren. Also. Moment mal. War ich denn hier schon drin? Immer wenn verschlossene Türen sind, weiß ich nicht, von den letzten Folgen war ich denn hier schon mal. Also ich soll erstmal die offensichtlichen Türen nochmal... Nein, jetzt geht's in den Raum, wo es hier so ein bisschen gemütlich ist, glaube ich, ne? Wo ich so... Nee. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich habe doch jetzt Katakombenschlüssel jede Menge geklaut. Jetzt ist natürlich hier... jetzt ist natürlich hier alles verschlossen. Okay, gucken wir erstmal hier weiter nach. Das ist echt übelst.
Also ich war auf jeden Fall immer hier, hab immer damals ein Zickzack-Ding gemacht. Ja, nicht wieder zurück, Roland, komm. Konzentratione. Wir werden jetzt in die Richtung gehen. Wir werden in die Richtung gehen und gucken, wo es denn seitlichst... Aha, also hinten links. Hinten links, ganz hinten links. So. So, mal gucken, ob ich wirklich auf dem richtigen Westenwege bin. Ja, dann geradeaus eigentlich. Aber hier geht's nicht geradeaus. Sind wir aber in diesem verschlungenen... In der verschlungenen Geschichte hier drin, wo es den Schatz gab. Genau. Ja, das ist eine Sackgasse gewesen. So. Hier war der Schatz. Ja, die Grillen grillen. Aha. Ja, stimmt. Okay. Das hatten wir auch schon mal gehabt. Bloß hier hat es den Schalter nicht. Beziehungsweise ich sehe hier keinen Schalter. Jetzt müsste ich mal gucken und mich nochmal erinnern, von welcher Seite man noch rankommen kann. Ah, siehst du? Genau gegenüber, von der anderen Seite. Bloß wie komme ich da rein von dieser Seite? Das heißt also, das muss ich jetzt noch untersuchen. Also genau gegenüber ist da was. So, und eben auf der Karte war es ja genau gegenüber. Was ich noch im Hinterkopf habe, ist, dass man von außen irgendwie reinkommen konnte. So, wir befinden uns in Uga. Wenn wir mal wieder raus uns teleportieren. Gut. Und gucken nochmal. Wir müssen zur Plantage. Ich meine, das war bei der Plantage. War das jetzt hier die Plantage? Jawohl. Und irgendwo an der Plantage vorbei, da unten drunter, irgendwo, jetzt zeige ich natürlich auf den Spielebildschirm. Also hier durch. Also da. Nee, muss ich mal gucken hier. Okay, da durch und dann in die Richtung. Nein. So, da war ich zu weit links geraten. Also ich muss hier diesen kleinen Gang nehmen. Stimmt ja. Da fällt mir natürlich auch wieder den kleinen Hinweis ein, dass es hier so ein Gestrüpp gibt. Da gab es eine Höhle. Dann hatte ich ja mal vor zig Geschichten, ja, vor zig Folgen mal als Hinweis bekommen, dass es da durchgeht. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass ich hierfür den Schlüssel habe, liebe Leute. Speicher ich mal ab. Spannend. Okay. Das hat geklappt. Weiß jetzt nicht, ob ich in der einen Folge auch die Tür aufgekriegt habe, aber was sind denn das? Sind das Meuchelmörder oder sind das jetzt Verdochas-Leute? Wüstenräuber, das werden die Verdochas-Leute sein. Ja. Haha. Ich bin schon ein bisschen weit fortgeschritten und die ersten sind schon hinter mir her. Gucken wir mal. Ja, und die wollen natürlich auch gleich wieder hier mit Pfeil und Bogen. Ich weiß, das ist ein sinnloses Unterfangen, was ich hier mache. Jetzt ziehen die natürlich wieder ihre Wäffelchen. Schauen. Ob wir das irgendwie doch noch hinkriegen. Wenigstens in dieser Folge mal ein paar Peoples genutzt speichern. Also war mein Grips doch nicht so blöd, dass ich das hier noch hingekriegt habe. Dass hier die Wüstenräuber sind. Und in der letzten Folge habe ich ja die Brückenräuber da ja mit dem Gruppenführer oder wie der heißt, abnatzen können, aber keinen Questeintrag bekommen, dass jetzt hier der erschwerte Weg. Okay, da haben wir sie wieder. Man kann sie einzeln anlocken. Schauen wir mal. Wie weit clever die sind. Oh, es werden die ganze Zeit Sching, Sching, Sching. Okay. Das ist mir leider zu weit weg.
Und das gleiche wieder speichern. Und wieder zurückgehen und feststellen, dass wieder diese Wüstenräuber, die ich da kaputt gemacht habe. Ach, da ist einer. Entweder liegen die da oder sind auch wieder mal. Oh, 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 oh. Mal gucken. Beide auf einmal geht nicht. Nein, geht nicht. Ui, da hat sich ja gerade beim Neuladen einer da positioniert. Mist. Okay, der macht nichts. Zeit, den Ring aus und wieder anzuziehen. So. Hä? Okay. Ui, der hat schön viele Sachen. Sehr viel Yum, 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 Yummy, Yummy, Yummy. Welchen Satz habe ich noch nicht zu Ende geredet? Unsicherer Karawanenweg. Da hat die Räuber an der Brücke, habe ich ja alle weg. Mit dem Räuberhäuptling da. Oder dem Gruppenführer, hätte ich beinahe gesagt. Ah, da ist ja noch einer. Oder mit dem Anführer. Da habe ich leider keinen Quest-Eintrag gekriegt. Ach, die Tür ist wieder zu. Dass ich diesen unsicheren Karawanenweg sicher gemacht habe. Vielleicht kommt der noch, der Eintrag, nachdem ich eventuell Fetzefell, aha, das hier erledigt habe. Aber das wird wahrscheinlich in der nächsten Folge sein, aber wir gucken nochmal nach. Dann gucken wir lieber nochmal hier nach. Kuckuck, ah, da ist noch einer um die Ecke. Den können wir auch looten. So viel zum Gut. Oh, oh, oh. Hilfe. Okay. Müssen wir uns mal wieder regenerieren. Und da kann keiner. Nicht so ganz voll gefüllt. Aber dafür werden wir mal kurz gucken. Oh, hier ist ein Pfeil. Die sollte man. Ach, ich habe so viele Pfeile. Tausende. Nur unbearbeitet. Dann schauen wir mal, ob wir hier von der Seite aus was reißen können. War hier den Schmiedemenschen da? Ne, der ist ein Sägetyp. Voll der Sägetyp da. Und der lässt sich auch. Aha. Schon wieder ein Assassine. Ah, dafür habe ich den anderen erwischt. Okay. Warten wir mal, bis einer kommt oder keiner kommt. Okay, der ist. Ui, schung, schung, schung. Alles klar. Na. Er hat schon gemerkt, dass er in der Nähe ist. Okay. Dann kommt der nächste dran. Sollte ich nicht mal speichern? Oder so. So geht es natürlich auch. Alles an der Tür machen, weil das verengt sich. Das ist ja wie eine Schleuse. So, wo bist du denn? Okay, da ist noch einer, der versucht, mich mit irgendwelchen Zahnstochern zu nerven. Okay, dann werden wir mal die andere Seite schnell gucken. Ja, los. Ja, er kommt. Komm mal hoch. Warten. Ja. Na, so wollte ich das eigentlich nicht haben, aber egal. Hm. Ah, wieder erwischt. Hm. Ja, ich weiß, liebe Leute. Aber Sicherheit ist, geht nun halt eben mal vor, ne? Dachte, ich könnte die irgendwie. Ja, da ist doch schon einer. Na komm doch, Mensch! Wüstenräubertjes, komm doch! Er schießt immer daneben. Ja, endlich. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich. Nee. Ja, da war ich ein bisschen zu ungeduldig. Jetzt sind wir wieder hier eingeladen, neu eingeladen. Wir müssen das hier nochmal aufmachen und. Es könnte durchaus sein, dass jetzt gleich hier Action kommt, und zwar mit ganz vielen, die hier schon rumstehen und sich genau unter der Wand positionieren. Das ist schön. Ja, das wird. Ich mache noch einen. Versuche nur einen zu machen. Ah, toll. Ja, da hinten in der Ecke ist wieder. Es sind sogar zwei. Ah, ja, ich traue mich nicht.
Trauen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Wir trauen uns in der nächsten Folge. Ne? Dann kann ich ja auch ein bisschen mal gucken, wie ich meine Strategie ändere mit Magie, Zauber oder so. Also danke, dass ihr bis hierhin hingeguckt habt. Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge die mal hier, dass wir Verdocher da finden und hier alles abschließen können. Okay, bis dann. Kommentar und einen Daumen erwünscht. Tschüss.